Welcome back zu Yoshi's Crafted World. Wir haben vor, ich glaube, ungefähr einer Woche letzte Folge gehabt. Tut mir leid dafür. Ne, es war keine Woche, das war, glaube ich, nur ein paar Tage. Trotzdem tut mir leid, dass es so eigentlich kam, weil Yoshi ist eigentlich mein Hauptprojekt auf meinem Kanal momentan. Oder allgemein mein Hauptprojekt, ja. Ja, momentan, das war doch ein gutes Wort. Ich will ja, ja, gut. Ich habe das hier schon aufgenommen, aber habe dann gemerkt, das war richtig kacke, die Aufnahme, und ich wollte es nochmal neu machen. Also, ja, ich weiß schon, wo der erste Putsch ist. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so tragisch und so schlimm. Verdammt, lass mich hier hoch. Dankeschön. So, hier ist nämlich der erste. Aber ich habe mich hier überhaupt nicht zurechtgefunden. Ihr wisst ja, das ist ja mein Lieblingslevel bisher. Und ich habe mich einfach null zurechtfinden können. Ich wusste ja nicht, wo jetzt was ist. Wo muss ich lang und so. Oh, verdammt, jetzt hab ich so viel Zeit verschwendet. Jetzt darf ich hier schieben? Oh Gott. Es geht schon gut los. Ich habe nur 3,5 Minuten Zeit, ne? Ja, genau. So, dann hole ich mir schnell den ersten Pucci. Ups. Den ersten Pucci. Okay, nice. Egal, weiter, einfach weiter. Hier müssen wir nämlich nach unten, weißt du? Das wusste ich nicht. Ich dachte, wir müssen irgendwie in den Hintergrund rein, weil da konnte man ja im Level. Aber nee, da geht's nicht weiter. So, ich muss hören. Ist mir jetzt egal, falls man hier im Hintergrund mein. Das Ganze doppelt hört. Ich muss den Pucci hören. Den Pucci-Papp. Ich höre ihn. Wo ist er? Hast du ihn gefressen? Wo ist er? Ich höre ihn noch bellen. Ich glaube, der ist oben. Ich glaube, der ist da oben. Ein Moment. Komm du mal mit? Warte, da komme ich nicht lang. So. Ja, er war da oben. Okay. Schnell, schnell, schnell. Zweiter. Gut. Okay. Ganz schnell. Hören. Wo ist der nächste? Der dritte. Okay, Checkpoint. Ich weiß, ich rede da nicht viel. Ich will ihn hören. Ich muss ihn hören. Brauche ich nicht. Tut mir leid dafür. Ich weiß nicht, soll ich zurückgehen? Ich schätze mal schon. Ups. Ich spiele weiter heute mit dem Lila Yoshi, den Danny letzte Folge auch hatte. Da muss jetzt nochmal sein. Wo ist er denn? Ich höre ihn. Da. Ist es da? Nee, wo ist er? Habe ich ihn gerade gesehen? Doch, da unten. Verdammt, wie komme ich da hin? Ich brauche eine Bombe. Ich brauche ganz schnell eine Bombe. Dich. Komm her. Okay. Verdammt, die Zeit wird knapp. Renn. Ich nehme den Lila Yoshi, den Danny letzte Folge hatte, aber. Danny kommt dann nur alle 5 Folgen mit in unser Game. Oh verdammt, ich brauche eine Bombe hier, damit ich da durchkomme. Ja, ich brauche schnell eine Bombe. Oh verdammt, ey. Ist doch gerade nicht so gut. Bitte schaffe ich es noch. Verdammt, ich habe nur noch eine halbe Minute. Ich nehme mich zur Sicherheit mal mit. Ist nicht das Ende? Ende! Hallo, Ende! Ende! Was? Ende! Leute, da war der Gegner noch. Egal, yay! Yoshi! Ja, bei mir ist das wenig, also bei euch ist es ein wenig verzögert als bei mir. Tut mir dafür. Aber ist egal. So, mit der Contour-Box, weil die ganz cool aussah. Als ich das erstmal gesehen habe, dachte ich mir so, hä, was ist das denn jetzt für eine Box? Aber mittlerweile mag ich sie. So, wir machen jetzt noch die anderen beiden Level mit, den Pucci-Pups. Und danach fangen wir an mit, ja, den Quests. Vielleicht schauen wir heute noch eine Level. Ich hoffe mal, ich muss nicht allzu viel cutten. Mal schauen. Zugreise mit Pfiff ist auf jeden Fall das nächste Level mit den Pucci-Pups. Yoshi! 4,5 Minuten. Oh, das wird wahrscheinlich ein krasses. Oh nein, es ist das Level. Stimmt. Ja, dann ist die Zeit, denke ich, fair. So, keine Eier. Hier darf also keiner sein. Das wäre unfair. Aber die Dinger sind da. Stimmt, ich fange ja von hinten an, von hinten auf Level. Ah, nein, ich brauche euch. Ja, gut. Ich brauche nämlich Eier. Nein, komm her, gut. Vielleicht ist hier einfach irgendwo einer rein platziert worden. Irgendein Pucci-Pup. Ah, den brauche ich nicht. Ich habe alles, hab 100%. Ich brauche nur die Pucci-Pups. Ich brauche nur die Pucci-Pups. Da ist einer!
Nice, haben ihn. Ersten haben wir. Okay, der war nicht schwer. Der war ganz einfach. Okay. Gut. Ich habe gewusst, ich hätte mir die hier einschnappen sollen. Njam. Na, schade. Aber ich habe ja noch genug Eier. Und ich habe einen Poochie-Pup. Den kann man ja wie so einen Bumerang verwenden. Ich hoffe, meine Stimme ist ganz okay. Ich hatte nämlich vor ein paar Tagen sehr, sehr krassen Halsschmerzen tun. Und jetzt ist es etwas besser, aber es ist trotzdem noch nicht ganz weg. Aber wo ist er jetzt, der Letzte? Wo ist er? Nein! Oh, verdammt. Ich glaube, der kommt jetzt. Ich muss aufpassen. Ich glaube, der kommt jetzt. Ist das Ganze jetzt nur eine Zugreise oder was? Kommt mir so vor. Deshalb auch so viel Zeit, weil das Level selber ja noch eigentlich ganz kurz ist so. Das Hauptding hier ist einfach nur die Zugreise. Sicher im Hintergrund, Vordergrund, Mittelgrund. Dring. Checkpoint. Okay, nee, hier ist anscheinend nichts. Alles klar. Dann müssen wir weiter suchen. Verdammt, ich hoffe, ich schaffe das. Doch, hier ist irgendwo einer. Ich wette, er ist hier immer versteckt. In irgendeiner der Dinger ist er versteckt, bestimmt. Nicht? Was? Wo ist der? Ich höre ihn doch. Ach da, Leute, was war einfach im Hintergrund? Ja, gut. Was? Ey. Der haut ab. Hab ich dich. Okay. Okay, es ist der zweite. Alles klar. Ich hab. Oh, 4:30. Okay, ich dachte gerade nur 3:30. Oh, verdammt, was mache ich jetzt? Aber nee. Passt. Okay, der letzte ist am Ende. Was am Anfang des Levels, was auch immer. Passt noch alles mit Aufnahme? Passt noch. Okay. So. Warte, nein, man konnte hier noch lang. Ich muss nachgucken. Okay. Ich muss nachgucken. Am Ende ist er nämlich da und dann. Hab ich verkackt. Oh Gott. 1,5 Minuten noch. Beeilung. Hier nicht. Hier ist noch ein Zug, ne? Ja. Vielleicht auf der Zugfahrt. Tschu! So, dann machen wir gleich die Quests. Die werden bestimmt sehr lustig. Da habe ich dann ganz viel Karten, merke ich gerade. Super. Ich dachte, ich muss nicht so viel Karten heute. Vielleicht muss ich auch nicht so viel Karten. Kommt drauf an. Ich denke mal schon. Hört? Der war gerade in mir. So, höre ich sein Gebälle? Keine Sorge, Poochie-Pup. Ich schmeiß dich nur für eine kurze Zeit. Es wird nur ganz kurz sehr doll wehtun. Danach bist du wieder bei mir. wo ist der? Dürfte ich vielleicht erfahren, wo der ist? Okay, auf dieser Zugfahrt war er nicht. Dann ist er hier am Anfang. Hier ist nämlich der ganze Anfang. Verdammt. Da! Oh mein Gott! Cooles Versteck. Okay, nice. Wir haben alle. Eine halbe Minute übrig. Krass. Okay. Ich werde auch versuchen, dass die Folge heute diesmal wirklich etwas kürzer ist. Also wirklich, wirklich. Vielleicht, ich wollte heute 24 Minuten machen. Dachte ich mir so. Ist ja jetzt ungefähr 9 Minuten. Passt ja, denke ich auch. Gemauserte Magneten, oh nein. Oh, da sehe ich schon Katzen. Der wird wahrscheinlich überall versteckt sein. So ein langes Level ist das vor allem. Das ist nicht so geil. Nicht so geil. Aber wir machen es trotzdem. Ja, wir machen das. Machen alles ohne Katz. Das ist nämlich alles nur für die Katz. So. 3,5. Langs Level. 3,5. Okay, RIP. Ja, verdammt, ich brauche ihn. Nein, dreht um. So. Okay. Ja, hoch da. Zack. Hab ich euch. Pucci. Okay, hier ist keiner. Am Ende rede ich. Und dann hört man ihn, aber ich höre ihn halt nicht, weil ich gerade am Reden bin. Und ich kann den TV nicht so hoch, so laut machen, weil sonst hört man das. Ich habe ihn jetzt gerade gehört, okay. Jetzt müsste er erst sein. Katze! Ja! Miau!
Wer von euch hat den Pucci, hä? Oder ist er ganz woanders? Ist er hier vielleicht? Brauche ich einen Magneten oder was? Ich höre ihn doch. Verkackeier mich nicht. Wo ist er? Wo ist er? Oh nein. Das wird so ein nerviges Level, glaube ich. Ich hole mal kurz Magneten ab. Ich glaube, das ist nämlich da, wo die Blume war. Also hier. Ich werde es ausprobieren. Ja, das ist hier, wo die Blume war. Okay, habe ich dich. Der blaue, der hellblaue ist immer der erste. So, euch ignoriere ich jetzt mal, weil ich brauche ich nicht. So, okay. Verdammt. Zweite. Der zweite ist. Wo? Oh, da kann ich aber ganz viel nompfen. Oh, verdammt. Mir jetzt egal. Ne, ich krieg mein Outfit. Wo ist der? Ja. Achso, da kann ich nicht lang. Okay. Pucci. Ach komm. No joke, ne? Okay, hier ist zwar einer. Aber ich glaube, ich habe einen verpasst, weil das. Obwohl, ich weiß es gar nicht. Ist der Schwarze der erste, zweite, dritte? Oh, ich habe keinen verpasst. Renn, renn! Renn, du hast nicht mehr viel Zeit! Du hast so ein langes Level! Oh Gott, ich hab gespuckt, Hilfe! Nein, hier hätte ich einen versteckt. Boah, ist da keiner. Hört er wohl sonst. Ich höre ihn. Wo ist er? Ich brauche Magneten, ich brauche Magneten. Ich muss da hoch. Da unten! Ja, aber ich brauche hier oben einen Magneten. Verdammt, verdammt. Da oben ist er. Ich hätte Magneten mitnehmen sollen. Den dich brauche ich. Genau. Ja, so. Ja. Und dann hier oben. Nicht? What? Erzähl mir nichts. Hä? Was? Warum bist du auf einmal hier? Ich. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich. Haben wir ja gesehen. Ich bin hier hochgegangen. Bin hier draufgestiegen. Bin hier so gemacht. Gewartet. Und, ich wusste ja, dass er da unten ist. Aber ich wusste nicht, wie ich dran komme. Ach komm, als ob. Das ist doch so lame. Oh, ja, lass mich doch in Ruhe. Ich mach's kurz nochmal. Auf schnell. Yay! Ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man. Ja, ist eigentlich immer nicht schwer, wenn man weiß, wo die sind. Aber ja, gut, das check ich halt nicht. Egal. Ich glaube nur Blödsinn. Deshalb würde ich sagen, beenden wir diese Welt, indem wir nur die Quests machen. Und ja, ich glaube, mehr schaffen wir dann leider nicht in dieser Folge, weil ich will die ja kurz halten, keine 3-Minuten-Folge machen. Ja, mal gucken. Du da! Das Quest für mich. Ich brauche Utensilien, aber wo machen sie noch gleich? Ah ja, Pappkartonkuppe. Los geht's. Ich benötige ein Antlitzfels. Ein scharfes Auge kann ihn während der Zugfahrt erspähen. Einfach mal im Ei bewerfen. Ja, das habe ich schon gesehen. Das war nicht hier, das war dort. Ja. Dann machen wir den kurz. Den weiß ich sogar, wo der ist. Ach ja, Leute, was ich noch gleich gezeigt habe. Wenn man Start drückt und dann auf Y... Dann kann man sich das anschauen, man kann sogar ein wenig rotieren. Manchen Sachen kann man das auch nach oben und unten bewegen, glaube ich. Aber man kann es auf jeden Fall rotieren und so sieht es ungefähr aus. Wir wissen alle, wo es ist, aber ja. Und da rechts sieht man nochmal die Tipps und wo es ist. Nur so, falls ihr noch nicht wusstet. Zack, hab ich dich. Beim ersten Zug ist er. Ganz easy peasy. Gar kein Problem. Ich dachte eigentlich, den gäbe es mehrmals. Vielleicht habe ich mich da verirrt. Aber auf jeden Fall habe ich ihn. Juhu! Hier eine Blume. Dankeschön. Wir haben schon mehr als 100. Krass. Yay. Magst du vielleicht noch einen Minenwagen mit einer Flagge geben? Hat sich in der Wasserfallhöhle festgefahren. Wie konnte das nur passieren?
Da habe ich gerade keine Ahnung, wo das sein soll, aber ich guck mal nach. Und dann kann man das auch hier? Oh, man kann es auch hier machen. Und man kann es halt nicht auch oben drin rotieren. Naja, egal. Erinnere mich noch an diese Stelle hier. Hier oben. Hab's gerade noch so gesehen. Ich habe es vielleicht schon verpasst, aber nee, es ist hier. Okay. Das war schon etwas schwerer. Ich habe jetzt dafür ein paar Minuten gebraucht, weil ich durch das ganze Level gerannt bin. Aber es ist weiter hinten im Level, auf jeden Fall. Okay, dankeschön. Und ich danke dir für die Blume. Kann ich noch eine Axt haben? Es gibt eine bei der Berghütte, aber von der Rückseite aus sieht man sie besser. Warum willst du das haben? Aber okay. Und dann suche ich danach halt. Warum will ich eine Axt haben? Naja, egal. Keine Ahnung, wo die ist. Da darf ich jetzt 10 Jahre suchen gehen. Okay, hier, wo eine zweite Butche ist, direkt danach. Hier ist es. Sehr offensichtlich, wie ich finde. Okay, ich dachte, ich hätte es mal wieder verpasst. Nee, ich verpasse ja anscheinend doch nicht. Juhu. Lila Yoshi am Start. Juhu. Okay. Willst du noch mehr? Oder war es das jetzt? Juhu, ich hab eine Axt. Ja, viel Spaß. Kannst du mir noch 5 Büffel geben? Solche Büffel sind gut vom Zug auf der Rückseite aus zu sehen. Ja, die habe ich auch schon gesehen, aber ich habe keine Lust auf die, aber ich muss es wohl machen, dann yay. Eins. Nummer 2. Le 3. 4. Und hier am Ende des Levels gibt's die 5. Falls ihr nicht gemerkt habt, ich laufe die ganze Zeit mit diesem lilanen Fisch herum. Das ist auch ganz cool. Und ja, ich nehme jetzt schon so lange auf. Irgendwie 20 Minuten oder so. Ich weiß gar nicht, ich habe mir noch ein Level in dieser Folge. Ich bin aber überlegen. Kommt drauf an, wenn er jetzt noch 2 weitere Quests hat, dann glaube ich nicht. Ich habe aber noch eine. Ich möchte das Zelt haben. Das findet man sicher, wenn man den Berg von der Rückseite runtersteigt. Da sind 2 Schalkeis. Die sind so richtig am Chillen. Kannst du die bitte für mich stören? Oha, was bist du denn für einer? Der will sich die stören. Okay. Guckt euch die doch mal an. Die sind ja schön romantisch am Liegen, die beiden. Und ich soll das Zelt von ihnen abschießen. Sorry. Oh, es bleibt aber da. Okay. Das ist nur so ein Ei-Symbol. Okay. Puh. Ich dachte mir schon, was will er denn mit dem Zelt? Was plant der? Axt? Zelt? So ein Bahnsing? Juhu, mein Zelt! Dein Zelt? Leute, was glaubt ihr, hat er vor? Ich hab noch eine Bitte. Ich möchte 6 Kristallhaufen. Blass leuchtende Haufen Kristalle zu finden in der Wasserfallhöhle. Was will er denn machen? Komischer Kauz. Suchen wir mal den Kristallen. Ah, 1. Cooles Versteck. 2. 3. 4. 5. Oh mein Gott, wie konnte ich das übersehen? Die 6. Und da haben wir alle. Yay. So schwer waren sie gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich das letzte übersehen konnte. Das war so obvious. Aber wie auch immer, ich bin einfach nur zurückgeflogen mit dem Flatterflug, als ich am deinem Ziel war. Also kein Problem. Dankeschön. 1-1-1. Ich will noch was. Ich will eine Fledermausfamilie. Sie verstecken sich auf der Rückseite des Levels mit der Wasserfallhöhle. Was? Okay. Sonst noch was? Alter, der will so viele Sachen von mir. Okay. Oh, hier sind sie. Okay. Gut, will er noch was? Der Typ geht mir langsam auf den Sack, der will ja noch mehr als die anderen. Mein Gott. Ist das eine lange Welt. Dankeschön. Ja, super. Noch was? Ja. Ich möchte 6 Quarzblöcke. So viele Blöcke auf dem Berg, aber diese blauen stechen echt heraus. Wie viel will er noch?
Hier haben wir die Nummer 1. 2. 3. Oh, ganz gut versteckt. Die 4. 5. Am Ende des Levels kann man nochmal zurückgehen und diesen Block finden. Ich hoffe, ich habe jetzt alles auch für den Blockgrabfeller gefunden, denn ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Ganz ehrlich. Juhu! Juhu? Was heißt das? Heißt das noch mehr? Ja. Mein Gott. Kannst du mir noch einen Kaktuswagen bringen? Nach dem Zug steht einer. Nahe dem Zug steht einer. Warum denn bloß? Weiß ich doch nicht. Lass mich bitte in Ruhe. Ich habe keine Lust mehr. Was ist das? Ein Kaktuswagen? Ja, habe ich doch gesehen. Gibt's da auch. Ich dachte, das gibt's da überall. Keine Ahnung. Okay. Bitte war's das jetzt. Bitte. Mein Gott. Die Folge. Ich weiß gar nicht mal, wie lang sie ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das schneiden werde. Ich werde es auf jeden Fall hoffen, dass ich machen, dass ich das als kurz schneiden werde. So. Gib her. Und lass mich in Frieden. Nö. Bist jetzt mein Sklave. Gib mir 3 Karamelltafeln. In 3 verschiedenen Leveln kann man jeweils eine davon finden. Viel Glück. Ist das dein Ernst? Ich darf nochmal in allen 3 Leveln nach so ein Ding suchen. Nach dem Ding hier. Ich glaube, ich weiß sogar, wo die sind. So langsam werden die Level halt auch wirklich langweilig. So langsam kann ich die auch wirklich auswendig. Okay. Das ist wirklich mies versteckt. Ganz, ganz mies. Das ist... Wow, ich bin wie eingepennt. Da war es. Okay, beim ersten Zug, am Ende des ersten Zugs. Aha. Da ist die 3. Warte, lass mich die bekommen, bitte. So, okay. Oh, bitte. Das ist das Ende dieser qualvollen und grauenhaften Quest. Quest, Quest, Quest. Können wir mal ein neues Level machen? Nö. Muss ich die ganze Folge mit Quest vollfüllen? Mir egal. Du wolltest das. Du wolltest meine Blumen haben. Ja gut, das war's aber dann allerdings. Ja, zum Glück. Juhu! 100%! Yay! Hurra, alle Grinseblumen in Pappkartonkuppe gefunden. Und damit haben wir das Ende des Videos auch gefunden. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Wir werden ganz kurz hier alles leer kaufen in diesem Automaten. Gucken, was es so in diesem Automaten gibt. Ja, ja. Ich habe so viel Geld jetzt. Warte mal, habe ich alles? Ich habe alle. Okay. Es gibt schon immer nur 9. Juhu! Was gibt's hier? Hau mal was Cooles. Oh, das ist leider das seltenste. Ein Dosenkondor. Okay, das sieht eigentlich ganz cool aus. Oh, eine Bastelkatze, oh mein Gott, wie cool. Silberne Schubkarre, okay, warum nicht? Lila Waggon, alles klar. Ein Minimauser. Ein Büffel, juhu. Ein rosa Waggon, okay. Eine Bonbon-Schachtel. Bonbon, achso, Bonbon. Eine Bombenschachtel nennen wir die. Und einen Minenwagen. Ja gut, den hätte ich jetzt früher bekommen müssen. Na egal, das war's auch wieder für diese Folge. Vollständig. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bei diesem wunderschönen Yoshi-Spiel. Juhu!